not gonna waste my life dreaming of a day. I won't stand up and let you break my bones. I gotta learn to quit and fight with the ghosts. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie es in dem Titel schon erkannt hat, soll es eigentlich so ein kleines Infovideo sein. Warum ich jetzt seit zwei Wochen oder fast zwei Wochen kein Video online gestellt habe und dann nochmal so ein paar kleine Randinfos zu Social Networks, das kommt dann aber jetzt am Ende. Und zwar möchte ich mich damit nicht rechtfertigen oder so, aber ich bin einfach eigentlich nicht der Typ dafür, einfach so sang- und klanglos hier zu verschwinden, ohne euch was zu sagen. Ihr habt das ja schon mitbekommen in den letzten anderthalb Jahren, wo ich jetzt YouTube-Videos mache. Wenn Klausurenphase ist, dann informiere ich euch auch mal vorher, dass jetzt mal eher ruhig ist und dass jetzt keine Videos kommen und so. Deswegen möchte ich jetzt einfach dieses Video als Info online stellen, warum denn jetzt hier so eine kleine Pause entstanden ist und warum. Und ja, ich möchte mich da gar nicht rechtfertigen oder so, aber ich erkläre es euch einfach. Es hat mit dreierlei Dingen zu tun, warum das jetzt so war. Ersteres war, ich habe eine mega fette Leseflaute. Ich habe seit anderthalb Wochen kein einziges Wort mehr gelesen und ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, woran das liegt. Es war von heute auf morgen, dass ich gesagt habe, oh, ich habe keinen Bock, ein Buch zu lesen. Irgendwie, ich weiß nicht, es ist, keine Ahnung. Also ich habe jetzt gestern Abend mal wieder ein Kapitel gelesen und mal gucken, ob ich jetzt wieder so reinkomme, aber irgendwie hatte ich jetzt halt gerade voll die Flaute. Dann zum Zweiten, warum das Video jetzt halt auch erst später kommt. Ich wollte nämlich eigentlich vorher schon was drehen, aber ich habe einfach keinen Bock. Es ist leider wirklich gerade so, dass ich einfach keinen Bock habe, mich vor die Kamera zu setzen. Also nicht mal unbedingt, weil ich keinen Bock auf YouTube oder sowas habe, sondern einfach, ich habe keine Videoidee, von der ich sage, ich möchte mich da jetzt vor die Kamera setzen und mit euch darüber reden. Und das finde ich sehr, sehr schade und ich weiß auch nicht, woran das liegt, ob das mit dieser Leseflaute jetzt irgendwie einherkam. Entschuldigung. Ja, ich weiß es nicht genau. Also ich habe dadurch, dass ich nichts zu lesen habe, kann ich keine Buchvorstellungen drehen, die ich dann wirklich gerne drehen würde, weil über Bücher reden immer schon ein Punkt ist, den ich gerne mache, das halt aber einfach nur mal durch die Flaute jetzt bedingt nicht möglich ist. Und auf Text habe ich einfach keine Lust und auf andere Videos habe ich keine kreative Idee. Ja, dementsprechend ist da kein Bock, halt einfach ein Video zu drehen, um ein Video zu drehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich will nicht einfach nur mich hier hinsetzen und irgendeine Scheiße labern, auf die ich gar keinen Bock habe. Und ja, deswegen war halt auch kein Videomaterial da, das ich hätte drehen können. Und warum, sage ich euch erst jetzt Bescheid und habe es nicht schon letzte Woche gemacht, als ich gemerkt habe, dass ich keinen Bock habe. Ich, wie man vielleicht auch hört oder auch nicht, oder Entschuldigung, ich habe es voll erwischt. Ich lag jetzt die letzten vier Tage komplett im Bett und habe vor mich dahin gesiecht. Ich habe volle Grippe abbekommen und ich bin jetzt auch immer noch nicht über den Berg und mir geht's auch ehrlich gesagt ziemlich scheiße. Und ich habe jetzt die letzte Uniwoche und muss mich durch die jetzt durchschlagen, habe auch noch ein Referat zu machen und das versuche ich irgendwie hinzukriegen. Und da ich jetzt die ganze Zeit flach lag, ist logisch, dass ich kein Video drehen kann und euch dementsprechend auch nicht informieren konnte. Ja, wie das Ganze jetzt hier weitergeht, also ich versuche gerade da meine Leseflaute zu überwinden, hoffe, das klappt. Diese Null-Bock-Einstellung habe ich leider Gottes immer noch, also, oh, Entschuldigung. Ja, gesund bin ich immer noch nicht, deswegen, ich weiß nicht, wann das nächste Video kommt, wenn ich Lust darauf habe. Ich habe eine Sache, über die ich mit euch reden möchte. Aber dazu möchte ich eigentlich in besserer Verfassung sein und mich darauf konzentrieren und mich so ein bisschen auch mit dem Thema vorher befassen, bevor ich eure Meinung daraus mache. Dementsprechend weiß ich nicht, wann das nächste Video online kommt. Nur damit ihr euch nicht wundert. Dann, und ich muss echt aufhören zu reden, meine Stimme, es tut Ohren, es kratzt und juckt und es ist voll schlimm. Also, beruhigen. So, das Letzte, was ich noch sagen wollte, ich habe seit letzter Woche, einen Instagram-Account. Ich habe mich jetzt der Masse gebeugt und Entschuldigung, ich muss mal kurz was trinken gehen. So, bin wieder da. Ihr merkt, mir geht es eigentlich echt nicht gut. Und ich kann auch nicht so lange reden, weil meine Stimme und so weiter. Also jedenfalls,
Ich habe seit letzter Woche, glaube ich, einen Instagram-Account. Ich habe mich jetzt letztendlich den Massen gebeugt und wollte wissen, was so toll an Instagram ist und habe mir das angeschafft. Also mit meinem Kanalnamen Wattlina Likes findet ihr da. Ansonsten werde ich euch in die Infobox packen. Und ich habe mir vorgenommen, auch mal ein bisschen bei Twitter aktiver zu werden. Allerdings hat es jetzt 2, 3 Tage gut geklappt. Und dann geht mir auch schon wieder irgendwie so diese Ideen aus. Und es ist auch voll schwierig, dann so auf 3 Portalen präsent zu sein und da irgendwas zu schreiben, von wegen Facebook, Instagram und Twitter. Ich habe zwar Instagram jetzt gekoppelt mit Twitter und Facebook, finde das allerdings mit Twitter. Entschuldigung. Twitter und Instagram, diese Kopplung irgendwie doof, weil das ja nicht gleich das Bild anzeigt, sondern nur auf Instagram verlinkt. Mit Facebook finde ich das wiederum gut. Aber ja. Also, ich packe euch alle Links in die Infobox, falls ihr Lust habt, mir bei Twitter zu folgen oder bei, wie heißt das bei Instagram, ist das auch folgen oder abonnieren? Keine Ahnung. Und zum Thema Facebook, lustigerweise hat der Tobi gerade ein Video dazu hochgeladen und dachte mir so, oh, das passt ja eigentlich ganz gut. Und zwar, Facebook ist es ja so, dass ich ein Profil erstellt habe für diesen Kanal, also Lina von Wattlina Likes, was auch voll scheiße ist, weil das Wattlina Likes nicht so geschrieben ist wie mein Kanalname, weil man keine 3 Großbuchstaben in seinem Nachnamen, also Nachnamen, haben darf bei Facebook. Deswegen sieht es voll kacke aus, das stört mich, aber egal, darum soll es nicht gehen. Und zwar, ihr Mädels müsst euch eigentlich keine Gedanken machen, weil Mädels nehme ich eigentlich immer an, aber es ist leider Gottes so, dass man auf Facebook von wildfremden Menschen einfach Freundschaftsanfragen bekommt. Wenn das Mädels sind, okay, die machen meistens auch nichts, aber Typen, da kriege ich Anfragen und die schreiben mich an, das ist unter aller Sau, was ich da für Nachrichten bekomme. Deswegen bin ich echt dazu übergegangen, ich nehme keine Kerle mehr an. Also ganz selten, wenn ich sehe, okay, der hat 300 gleiche überschneidende Freunde wie ich, dann schon eher, dann gucke ich mir den aber vorher auch an. Also wenn ihr ein Junge seid und mit mir befreundet sein wollt auf Facebook und ihr habt mir eine Freundschaftsanfrage geschickt und ich habe die nicht beantwortet, dann schreibt mir einfach eine kurze Nachricht, ey Lina, ich gucke dich auf YouTube und ja, deswegen nimm mich an. Und dann ist das auch gar kein Problem, dann mache ich das. Aber da ich jetzt echt schon so schlechte Erfahrungen gemacht habe über Facebook mit irgendwelchen Typen, das ist echt, das geht gar nicht. Und ja, dementsprechend das als Vorwarnung. Ja, ansonsten geht's jetzt gerade weiter. Ich beende das Video. Alle Links zu meinen Social Network Seiten findet ihr in der Infobox. Wann das nächste Video kommt, weiß ich nicht, wisst ihr nicht, aber ihr wisst, dass ich noch lebe und das hier eigentlich nicht ausarten soll. Also das will ich auf jeden Fall nicht. Ich will nicht meinen Kanal stilllegen oder sonst was, um Gottes Willen. Aber im Moment ist es halt irgendwie nicht gerade so prickelnd bei mir. Und ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Ich wünsche euch natürlich trotzdem einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin genießt das Leben und bitte genießt wenigstens ihr das Lesen. Ja, und macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.